Für mich ist der Philipp irgendwie der Spieler des Jahrzehnts. 70% seiner Spiele hat er überragend gespielt und 30% Weltklasse. Deswegen ist es eine der größten Karrieren, die je gemacht wurden in Deutschland. Wir haben mit ihm das Triple gewonnen. Also er ist Weltmeister. Ich glaube, bis auf die Europameisterschaft hat er alles gewonnen, was im Leben eines Fußballers möglich ist. This is the end. Er ist noch so gut in Schuss. Wenn er jetzt verbraucht wäre, wie jetzt vielleicht ein paar andere, dann würde ich sagen, ja, ist besser, bevor es peinlich wird, hörst auf. Aber der ist ja noch gut, der ist immer noch der Beste. Ich persönlich bedauere es sehr, dass er sich entschlossen hat, die Karriere jetzt zu beenden, weil er dem FC Bayern sehr fehlen wird. Was er auf dem Platz, was er außerhalb des Platzes für den FC Bayern München war, das wird man wahrscheinlich erst merken, wenn er nicht mehr da ist. Es ist schade für den FC Bayern, es ist schade für die Zuschauer, es ist schade für die Bundesliga, wenn solch ein großartiger Spieler die Bühne verlässt. Er war ein Spieler, der auch andere inspiriert hat, beflügelt hat, der leistungsorientiert war und vor allen Dingen immer Hunger auf Erfolg gehabt hat. Die weiß-blaue Vorzeigekarriere beginnt bei der FT Gern, mitten in München. Unter der Anleitung seiner Eltern Roland und Daniela Lahm. Der Vater ist sein erster Trainer, die Mutter bis heute verantwortlich für die Jugend im Verein. Und der Filius lernt schnell. Da habe ich kennengelernt, was es bedeutet, sich in einem Verein zu bewegen. Und das heißt für mich einfach, es ist mehr eine Gemeinschaft. Also ich denke, dass vor allem junge Spieler da sehr, sehr viel lernen können, was es bedeutet, Regeln einzuhalten, was es bedeutet, sich auch einzugliedern in so eine Mannschaft, Stärken zu bündeln, Schwächen ein bisschen auszugleichen. Ich glaube, dass da eben der Mannschaftssport sehr, sehr viel leisten kann in jungen Jahren. Und so ging es mir auch. Nach 6 Jahren bei der FT Gern wechselt er zum FC Bayern. Das Vereinsgelände an der Säbener Straße verlässt Philipp Lahm als Spieler in den folgenden 2 Jahrzehnten nur einmal. Schon früh haben sich nämlich seine außergewöhnlichen Qualitäten herumgesprochen. Er hat sein erstes Spiel in Burghausen gemacht, als 17-Jähriger. Er hat da schon überragend gespielt. Und die ganze Zeit, die er bei mir war, hat er ja, mir persönlich und auch dem Verein der U23 sehr viel Freude bereitet. Er war immer ein perfekter Spieler. Und er hat das bestätigt, was ich nach einer Woche sehen konnte. Der vereinsinterne, rasante Aufstieg des Philipp Lahm gerät 2003 in Stocken. Den Übertritt von den Amateuren zu den Profis trauen sie Jungverteidiger Lahm damals nicht zu. Ottmar Hitzfeld war da nicht so ganz überzeugt, dass Philipp hier sofort beim FC Bayern diese Position ausfüllen kann. Er ist dann nach Stuttgart. Felix hat gefragt, was kann er, und dann habe ich ihm das erzählt. Und dann hat er gesagt, ja, dann nehme ich ihn. Und nach 3 Monaten spielte der VfB Stuttgart gegen Manchester United in der Champions League und gewann. Und Philipp Lahm war der alles überragende Mann. Und Ferguson wollte dann Philipp Lahm kaufen. Er hat sich eben dadurch ausgezeichnet, dass er einen unglaublichen Willen hat. Dass er immer einen Plan hatte. Und da hat er sich auch nicht davon abbringen lassen, indem er dann 2 Jahre ausgeliehen war nach Stuttgart. Er hat dort seinen Job gut gemacht und ist zurückgekommen, wie wenn er nie weg gewesen wäre. Und seitdem hat er hier eine Ära geprägt, die seinesgleichen sucht. Er hat eine klare Vorstellung, wie seine Karriere auszusehen hat. Danach handelt er, hat aber auch eine klare Vorstellung, wie er Fußball spielen will. Auch da hat er hart entschieden. In Stuttgart reift Lahm zum Nationalspieler, gibt sein Debüt im Februar 2004 in Kroatien, links im Defensivverbund. Philipp Lahm. Das erste Mal offensiv auch. Da hat man gesehen, dass er Rechtsfuß ist. Der linke Verteidiger der deutschen Nationalmannschaft. Der 20 Jahre alte Debütant Philipp Lahm. Zurück in München. Der FC Bayern hat das Olympiastadion inzwischen verlassen. Aber auch Philipp Lahm hat sich verändert. Tritt reifer, selbstbewusster auf. Er wird in der Folge über 500 Pflichtspiele im Bayern-Trikot bestreiten, 331 davon in der Bundesliga. Er gewinnt 21 Titel mit seinen Münchnern, allein 8 deutsche Meisterschaften. Unsere Nummer 21, Philipp Lahm!
1995 hierher gekommen zum FC Bayern. Und klar, es ist meine Heimat, es ist meine Geburtsstadt. Meinen Beruf hier ausüben zu dürfen auf allerhöchstem Niveau, das ist natürlich auch ein Quäntchen Glück, was man da eben hat, in der richtigen Stadt geboren zu werden. Und das hatte ich einfach in meiner Karriere. Und deswegen, klar, ich bin heimatverbunden. Ich liebe es, wenn meine Familie um mich herum ist, meine Freunde um mich herum sind. Da fühle ich mich einfach wohl. Da kann ich sehr, sehr gut abschalten, auch von dem Stress, was man so als Fußballprofi dann auch hat. Und das hat mir einfach immer über meine Karriere lang sehr, sehr gut getan. So kenne ich meine Heimatstadt. Und so liebe ich meine Heimatstadt. Ja, Philipp musste nicht ins Ausland gehen, weil Deutschland aufgeholt hat, Italien eigentlich überholt hat, auch wirtschaftlich da im Endeffekt gute Verträge abschließen konnte hier in Deutschland. Andererseits, eine Auslandserfahrung tut immer gut, vor allem wenn es dann auch sportlich passt. Philipp wäre ja ab und zu auf dem Markt gewesen, aber er hat sich für Bayern München entschieden und ich würde nicht sagen, dass diese Entscheidung ein Fehler war. Ist auch schon ein paar Jahre her, da war es mal kurz Thema, ob ich nicht doch wechseln soll. Damit habe ich mich wirklich beschäftigt einmal, aber des Weiteren kein einziges Mal. Also nicht mal daran gedacht, irgendwo nochmal hinzugehen. Aber die Entwicklung hier war natürlich auch sensationell, das muss man ganz klar sagen. Ja, Rathausbalkon ist ein gutes Stichwort, Philipp. Vielleicht erinnerst du dich, wir waren die einzigen beiden, die nie über die Brüstung schauen konnten. Wir haben zwar die Fans immer gehört und wir konnten auch die Schale drüber halten, aber wir beide haben nichts gesehen. Umso deutlicher wird mit der Zeit die Wandlung zum Führungsspieler. Philipp war unbequem, er war nicht immer der Keep-Smiling-Typ. Ne? Und er hat auch den Finger in die Wunde gelegt und hat auch Dinge angesprochen im Club selbst oder auch in der Mannschaft. Und das ist auch die Aufgabe des Kapitäns, Dinge im Vorfeld zu regulieren, die dann gar nicht bis zum Trainer kommen. Im November 2009 positioniert sich Lahm öffentlich. Also ich wollte hier den maximalen Erfolg haben und das war ein bisschen in Gefahr vielleicht und ich habe nur, was mein Gefühl war, dann zum Ausdruck gebracht. Lahm moniert eine fehlende Identität im Verein, kritisiert die Transferpolitik. Sie können versichert sein, dass er dieses Interview, dass er das noch bedauern wird. Grundsätzlich habe ich damit kein Problem, noch lieber wäre es mir gewesen, er hat es mir persönlich gesagt, aber... Junge Menschen dürfen solche Dinge machen, ohne gleich sanktioniert zu werden. Er hat eine große Strafe gekriegt, das war das Einzige. Nachtragend war und bin ich nicht. Wenn man die Mediensituation in München sieht, dann ist es ratsam und klug, das intern alles anzusprechen. Nur manchmal ist es ja so, wenn man dann nicht so das Gehör findet, ne, und dass nicht darüber diskutiert wird, nachgedacht wird und auch was geändert wird, dann ist es sicher hier und da mal angebracht, wenn man die Persönlichkeit hat und die hat Philipp, dass man das nach draußen artikuliert. Und das hat dem FC Bayern nicht geschadet. Und das, da gewinnt auch ein Spieler, so wie Kapitän Philipp Lahm, dann auch ein Profil. Ne? Ich denke, dass es super gelaufen ist, was danach war. Und die Entwicklung seitdem ist ja sensationell. Der Freigeist Lahm ist geboren. Wer mit Philipp Lahm je trainiert oder gespielt hat, egal in welcher Sportart, schwärmt auch Jahre danach noch von seiner Freude am Sport. Genau wie von seinem Ehrgeiz, seinem Streben selbst nach dem tagtäglichen Trainingsoptimum. Ich musste Schiedsrichter machen und da war auch eine Entscheidung mal so gegen Philipp, der war faul. Und er hat jetzt gedacht, ja, der Trainer pfeift und ich bekomme den Ball. Nein, ich habe weiterspielen lassen. Und dann hat er geschimpft und gemault und nachgewunken. Und dann, naja, haben wir uns dann wieder lieb gehabt. Da war, hinterher war alles wieder gut. Aber das zeichnet ihn aus. Ne? Das ist ehrgeizig und im Training konnte er nicht verlieren. Ne? Zwei schwere Verletzungen stoppen Lahm in seinem Eifer. Ein Kreuzbandriss 2005, dazu der Sprunggelenksbruch unmittelbar nach dem Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Etwas weniger dramatisch ist eine Ellbogenblessur, der Zeitpunkt jedoch äußerst ungünstig. Es passiert im letzten Test vor der Heim-WM, seinem bis dahin wichtigsten Turnier.
Doch zum Eröffnungsspiel in seiner Arena ist Lahm bereit. Philipp Lahm. Tor für Deutschland! Das erste Tor der WM ist gefallen durch Philipp Lahm. Ich würde sagen, unter meinen Toren ist es ganz klar auf Platz 1, also weil es das schönste Tor war und mit der Dramatik dahinter, dass ich da kurz davor mit meiner Ellenbogenverletzung, ich wusste nicht, ob ich spielen kann im Eröffnungsspiel zu Hause hier in meiner Heimatstadt. Ich schieße ja nicht so häufig Tore und deswegen war das definitiv ein ganz besonderer Moment für mich. Völlig ergebnisunabhängig genießt er das Turnier in vollen Zügen. Wie sich unser Land gezeigt hat während der Weltmeisterschaft, auch wie offen wir waren. Ich glaube, die ganze WM war einfach sensationell. Nicht nur für uns Spieler, sondern glaube ich alle, die hier waren, die Gäste, die gekommen sind, die Leute, die hier wohnen. Ich fand, das war eine sehr, sehr schöne Weltmeisterschaft. Vielleicht sogar die schönste Weltmeisterschaft, die ich spielen durfte. Lahm entwickelt sich fortan immer mehr vom Spieler zum Strategen. Gerade dank seiner schnellen Auffassungsgabe. Ich gebe jetzt Öl rein, verpinselt ist und drehe die Pfanne um. Es kommt ganz normal. Ganz normales Öl. Und wenn du es grillst, immer das Fett zum Schluss. Der Hunger nach Erfolg treibt ihn an. Den Bayern, der auch international auf den Geschmack gekommen ist. Hitzesberger. Eingezogen, Spanien. Ich war nicht unbeteiligt an unserem Gegentor zum 1-0. Ich musste mich in der Halbzeit auswechseln lassen, weil ich einen Cut am Fuß hatte, der genäht werden musste. Und das war ein bitterer Moment für mich. Also sportlich mit Sicherheit einer der bittersten Momente, weil wenn man dann einen Fehler gemacht hat, dann will man ihn wieder gut machen. Und ich hatte nicht die Möglichkeit, weil ich raus musste in der Halbzeit. Nur ein EM-Titel bleibt Lahm versagt. Genau wie mögliche Heimspiele bei einer EM. Wenn 2020 München im Fokus steht, ist Lahm aber vielleicht in anderer Funktion dabei. Sein außersportliches Portfolio ist schließlich beachtlich. Als einer der ersten Fußballer gründet Lahm eine Stiftung. Unter anderem unterstützt er Projekte in Südafrika, will Kindern soziale Werte vermitteln und die Bildung fördern. Ich hatte viele Anfragen von verschiedenen Organisationen, ob ich da nicht helfen will. Und das habe ich teilweise gemacht auch. Und dann habe ich mir aber gesagt, ja, warum mache ich dann nicht selber etwas? Also warum mache ich nicht eine eigene Stiftung? Da kann ich genau entscheiden, für wen sie ist, wo sie aktiv ist. Und das habe ich dann einfach gemacht. Ich habe geschaut, okay, wo kann ich helfen? Wo kann ich vielleicht auch ein bisschen was zurückgeben von dem Glück, was ich hatte in meiner Karriere oder in meinen jungen Jahren auch mit meiner Familie, mit meinen Freunden im Umfeld, mit dem Fußball natürlich auch. Und so bin ich dann eigentlich auf die Idee gekommen, eine eigene Stiftung zu gründen. Lahm entwickelt sich zum Geschäftsmann, beteiligt sich zukunftsorientiert breit gefächert an verschiedensten Firmen. Ich mache mir Gedanken einfach, was passiert eigentlich danach, und ich will nicht aufhören und dann sagen, ja, was mache ich jetzt eigentlich, sondern ich denke, dass man immer eine Beschäftigung braucht, auch eine sinnvolle Beschäftigung. Die habe ich jetzt mit meinen Unternehmen natürlich, ich habe sie auch mit meiner Stiftung. Da, glaube ich, sollte man sich auch früh darum kümmern, und das habe ich eben getan. Noch war ich hauptberuflich Fußballprofi. Jetzt komme ich raus, jetzt kann ich noch mehr Einblicke gewinnen und dann werde ich wirklich feststellen, ist es wirklich das Richtige für mich. Ich denke, es ist das Richtige für mich, aber man glaube ich, stellt es immer erst fest, wenn man wirklich zu 100% dabei ist. This is the end. Einfach mal reinschnuppern. Auch als sich Michael Ballack verletzt und für die WM 2010 ausfällt, schnuppert sein Nachfolger mal rein. Ob ihm das Amt des Kapitäns gefällt, ob voranzugehen eigentlich sein Ding ist. Manchmal ist Philipp Lahm auch unterschätzt worden, so hinsichtlich seiner Führungskraft und Qualität. Das Wichtigste ist, dass man über alles reden kann und dass man einen Kapitän hat, mit dem man sprechen kann und dass man nicht denkt, oh, soll ich jetzt hingehen oder nicht. Philipp kann man immer reden. Ja, das konnte man auch als Spieler schon immer von ihm abschauen. Die Rolle des Leaders liegt ihm. Zudem kommt sein Führungsstil in der Mannschaft gut an. Warum also Kronprinz bleiben? Ich werde nach dem Turnier nicht zum Bundestrainer gehen und die Kapitänsbinde ihm wieder zurückgeben. Aber wenn der Trainer sich anders entscheidet und sagt, Philipp, gib mir die Kapitänsbinde, Michael Ballack wird danach wieder Kapitän, dann habe ich überhaupt kein Problem damit. 24 Stunden nach dieser Pressekonferenz scheitert Deutschland im Halbfinale an Spanien. Ja,
ehrliche Antwort auf eine Frage war vielleicht dann an der falschen Stelle, weil ich glaube, es kam dann einen Tag vor dem Halbfinale oder so raus. Es war vielleicht nicht der perfekte Zeitpunkt. Ansonsten habe ich einfach auf eine Frage ehrlich geantwortet. Er hat seine Position gesehen, auch durch die Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika, die ja auch ohne Michael Ballack sehr ordentlich gelaufen ist. Es hat zwar nicht zum großen Wurf gelangt, aber wenn man die Spiele gegen Argentinien und England nimmt, das waren schon Gradmesser. Die Mannschaft hat gut gespielt und Philipp ist auch vorangegangen. Und natürlich gibt man, was man irgendwo sich auch erarbeitet hat, nicht gerne wieder freiwillig her. Kurz danach war ich ja beim Abschiedsspiel von Michael Ballack auch eingeladen. Hat mich gefreut, dass ich da eingeladen wurde. Habe das natürlich gerne wahrgenommen und da war es überhaupt kein Thema mehr. Vergessen. Genau wie etwas, das es in der Ära Lahm so gut wie nie gegeben hat. Fehler oder Ballverluste, egal auf welcher Position er eingesetzt wurde. Die Ausnahme bildet sein letztes großes Spiel, das Pokalhalbfinale gegen Dortmund. Wenn er mal einen Fehlpass spielt oder gar einen Zweikampf verlieren sollte, dann fragt jeder sofort, was ist denn los mit Philipp Lahm, weil man das überhaupt nicht gewohnt ist. Groß und Ganzen war Philipp, wenn er den Ball hatte, sicherer wie die Bank in England. Es war einfach immer gigantisch, wie er die Situation gelesen hat, wie er sie erkannt hat und wie er sie dann im Endeffekt ausgeführt hat, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Eine sportlich nahezu makellose Bilanz. Dagegen ist der Aufschrei groß, als dieses Buch auf den Markt kommt. Lahm schreibt unter anderem über seine Erfahrungen mit diversen Trainern, berichtet über Internas. Die Darstellung war unglücklich. Für die Darstellung habe ich mich auch entschuldigt bei den Beteiligten, also bei den Trainern vor allem. Ansonsten aber ist es ein leises Buch. Kabinengeflüster, an dem sich die Gemüter dennoch erhitzen. Aber Geheimniskrämerei ist eben nicht sein Stil. Selbst an der Hochzeit mit seiner langjährigen Lebensgefährtin Claudia darf die Öffentlichkeit teilhaben, leben und leben lassen. Ich fühle mich einfach wohl hier, Familie, Freunde um mich herum, zu entspannen, auch mal Ruhe zu haben. Während meiner Karriere war mir das sehr wichtig. Da habe ich immer Kraft schöpfen können, auch wieder für die anstrengenden Wochen. Das war für mich einfach das Wichtigste und nicht den Stress zu haben, irgendwo anders hinzufliegen. Das war mir dann immer ein bisschen zu stressig, aber so bin ich und andere Spieler sind anders und das funktioniert auch. Ist es Zufall oder perfektes Timing, dass unmittelbar vor dem Karriereende die frohe Botschaft aus dem Hause Lahm veröffentlicht wird? Sohn Julian bekommt ein Schwesterchen. Ein weiterer Meilenstein. Champions League Feier, die Triple Feier danach mit den Mitarbeitern, die mich teilweise schon kennen, eben seitdem ich mit 11 Jahren hierher gewechselt bin. Das war schon auch sehr, sehr besonders. Also was ganz Besonderes für mich. Ich denke auch für den Verein wirklich was Besonderes und natürlich auch für Jupp Heynckes was Besonderes, weil er was Unglaubliches geschafft hat hier mit der Mannschaft. Ich habe nie mehr vorher, nachher geht das ja nicht, weil ich meine Karriere beendet habe, aber habe ich nie solch eine Mannschaft betreut, die so auf ein Ziel fokussiert war, die unbedingt was gewinnen wollte im Jahr 2013. Ich weiß nicht, ob es ihm auch noch geholfen hat, dass dann schon feststand, dass er am Ende der Saison eben aufhört und das nochmal dazu beigetragen hat. Das für ihn persönlich, aber auch für die Spieler und den Betreuerteam. Alle wollten, dass wir einen super Abschluss unter ihm haben. Und es hat so eine Dynamik einfach genommen. Da ist Philipp mit vorne weggegangen und deswegen war er für mich als Kapitän sehr wertvoll. Und auch wenn es kleine Problemchen gegeben hat, dann war er ja auch einer, der das angesprochen hat. Und das fand ich gut und das war auch im Sinne der Mannschaft. Die Generation Schweinsteiger, Lahm, Robben, Ribéry, die waren ja unvollendet. Das heißt, wenn sie die Champions League nicht gewinnen, dann war immer ein Makel da. Und Philipp wollte unbedingt die Champions League gewinnen und das habe ich gemerkt. Und entsprechend hat Philipp agiert auf dem Trainingsplatz, in den Spielen und natürlich auch außerhalb des Trainingsplatzes. Das heißt, in der Kommunikation mit mir, mit der Mannschaft, er auch Dinge transportiert hat an die Mannschaft, die wir miteinander besprochen haben. Und deswegen war er natürlich wahnsinnig wichtig. Umso überraschender, dass so einer dem FC Bayern zunächst nicht erhalten bleibt. Das angebotene Jobprofil ist nicht nach seinem Gusto.
Ich habe oft ein Gefühl für bestimmte Dinge und das hat mich meistens nicht enttäuscht. Ich glaube, ich baue erst ein bisschen Abstand auch von dem ganzen Fußball. Es tut mir auch mal gut, ein bisschen wegzukommen von hier auch. Einfach was anderes kennenlernen. Ich habe einfach für mich entschlossen, dass jetzt einfach nicht der richtige Zeitpunkt ist. Zudem der Schatten des Präsidenten zu groß sei, sich selbst zu entwickeln. Ich kann keinen Schatten sehen, obwohl ich einen mache, weil ich zu breit bin. Aber junge Menschen tut es auch ganz gut, wenn sie sich auch mal was sagen lassen. Ich persönlich hätte ihn als qualifiziert für diese Position empfunden, auch mit einem gewissen Einfluss. Er hat die Erfahrung gesammelt, die auch ein Karl-Heinz Rummenigge, ein Uli Hoeneß beim FC Bayern gesammelt hat, bevor sie in eine führende Position hineingewachsen sind. Natürlich hätte er einiges lernen müssen, aber ich glaube, Philipp ist intelligent genug, weiß, was er will und weiß auch, was er nicht kann. Wenn es einer kann, dann kann es er. Er kann zurückblicken auf eine wunderbare Tradition. Er war einer der besten Spieler der Welt. Also er kann aus jedem Standpunkt kann er zu einem Erlebnis beitragen. Also besser als einen Philipp Lahm kannst du nicht bekommen. Ich bin ja 1991 zum FC Bayern gekommen, da hatte ich auch zwei extreme Schwergewichte vor mir, Franz Beckenbauer und Uli Hoeneß. Und wenn ich ehrlich bin, hat mir das im Nachhinein unglaublich geholfen. Ich konnte so ein bisschen im Windschatten von diesen beiden Schwergewichten segeln, mir Dinge aneignen, ohne dass ich so total im Fokus stand. Und das hilft ja auch, die Erfahrung, wenn man Leute hat, die so lange im Verein sind, so viel miterlebt haben, dann eben mit denen gemeinsam Dinge neu zu bewegen. Und ich glaube, das ist ein Vorteil, kein Nachteil. Ich glaube, da braucht man nicht mehr darüber sagen, auch nicht, dass wir im Streit sind oder was auch immer, überhaupt nicht. Grundsätzlich kann man sich eine Zusammenarbeit mit Philipp in einer anderen Position vorstellen und daran hat sich nichts geändert. Philipp Lahm hat viele kommen und gehen sehen und sich genau daraus ein eigenes Bild gemacht. Ich hatte schon ein paar verrückte Trainer, muss ich sagen, positiv verrückte Trainer. Ich glaube, Pep denkt Tag und Nacht wirklich über Fußball nach, über den Gegner, über seine eigene Mannschaft. Wie kann ich das alles optimieren? Das Gefühl hatte man. Es hat Spaß gemacht, sich mit Pep über Fußball zu unterhalten. Und nicht so, wie wir uns vielleicht über Fußball unterhalten, sondern halt, noch ein bisschen detaillierter. Und das hatte riesen Spaß gemacht und ich hatte Glück in meiner Karriere. Ich durfte viele internationale Trainer, große Trainer erleben und darüber bin ich sehr dankbar. Nicht nur in München. This is the end. Am längsten, genau ein Jahrzehnt nämlich, hat er mit Joachim Löw zusammengearbeitet. Als Kapitän den WM-Titel geholt. Klar, finde ich, haben wir eine spezielle Verbindung, aber alleine auch durch den Titel. Also deswegen nicht nur mit dem Trainer, ich glaube auch mit den Spielern und Betreuern. Man wird immer an dieses Ereignis einfach zurückdenken und ich hoffe, dass es nicht nur mir so geht. Dabei steht, wie 2006, die Teilnahme auf der Kippe. Da war bis auf 2004 auf das Turnier eigentlich auch immer im Halbfinale. Mindestens im Halbfinale oder im Finale. Also das ist schon auch eine unglaubliche Leistung. Und von daher ist er auf der höchsten Stufe in Deutschland. Lahm führt Deutschland im Finale von Rio auf den Platz. Es ist sein 113. und gleichzeitig letztes Länderspiel. An dessen Ende der einzige Titel steht, den er nicht mit dem FC Bayern gewinnt. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Das ist doch Wahnsinn! Der Schlusspfiff, das war dann das Ende. Und ja, man ist jetzt Weltmeister. Man weiß, jetzt kommt der Moment, wo man den Pokal in den Himmel reckt. Man kriegt die Medaille, man geht dann wieder runter auf den Platz, das Foto mit den Fans feiern, davor, danach feiern. Also ich würde sagen, die 1,5 Stunden so rund um den Schlusspfiff und die sind einfach sensationell und die, glaube ich, wird man sein Leben lang in Erinnerung behalten. Philipp war natürlich auch, wie ich bei Franz, der verlängerte Arm des Trainers, Einfluss auf die Mannschaft gehabt. Auch seine Spieler vom FC Bayern, das ist auch wichtig für einen Kapitän, die hinter ihm gestanden sind. Und das macht dich auch stark als Kapitän. Und der Trainer konnte sich auf Philipp verlassen, wie damals auch der Franz sich auf mich verlassen konnte. Ein verlässlicher Kabinengast, die Kanzlerin.
Ein Bierchen gab es sicher. Ich tippe mal, dass wir angestoßen haben, aber ich weiß es gar nicht mehr genau. Für mich war in der Situation ja auch schon klar, es war es für mich. Also es war mein letztes Spiel für die Nationalmannschaft und deswegen weiß ich auch noch, wie ich da in der Kabine saß und eben das genossen habe, einfach die Jahre in der Nationalmannschaft auch. Noch vor der Rückkehr nach Deutschland erklärt Lahm intern seinen Rücktritt. Natürlich alle noch ein bisschen im Delirium, ja? Und wir waren, saßen so beim Frühstück freudetrunken, ja? Und es war für mich, ich weiß nicht, von meinem Gefühl her war es gar nicht so überraschend, ja? Weil ich den Philipp schon auch kenne und ich wusste ja auch ganz genau, dass der Philipp irgendwie so schon auch genau sich Gedanken macht, ja? Wann ist für ihn vielleicht der richtige Zeitpunkt, und als Kapitän nach der Weltmeisterschaft abzutreten, das hat ja schon auch was, ja. Die anderen haben so langsam das Frühstück verlassen und ich saß noch da, der Bundestrainer saß mir gegenüber und dann habe ich mir gedacht, jetzt, dann ist jetzt der richtige Augenblick. Und ich habe ihm meine Gefühle einfach geschildert, wie ich das sehe, und er hat mich auch in einer Art und Weise einfach verstanden und deswegen war das ein relativ einfaches Gespräch für mich. 15 Jahre Profi, 22 Titel. Philipp Lahm geht als Legende. Nur eins fehlt noch. Ich würde mir wünschen, dass er jetzt zum Ende seiner Laufbahn nochmal oder Fußballer des Jahres werden würde, weil er hat es mehr als verdient. Ein Jahrzehnt hat er in der Nationalmannschaft immer eine super Leistung abgerufen. Also das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Einen besseren Vorzeigeprofi kannst du dir nicht wünschen. I pray that I'm giving you all that matters, so one day you'll say to me. Philipp war für mich auf der Position über viele, viele Jahre der Beste der Welt. I am beautiful, I am free, I love my. Er ist ein Idol, er ist ein Vorbild. Er hat so viel getan für den FC Bayern, für den deutschen Fußball. Und ich glaube, Philipp, du kannst stolz sein auf das, was du erreicht hast. Sein ganzes Leben ist ein Masterplan. Und das zeichnet ihn aus. Und deswegen ist er auch so erfolgreich, weil er, ohne nach links und rechts zu schauen, diese Ziele, die er sich vorgegeben hat, ins Auge gefasst hat. Und bis jetzt hat er die alle erreicht. Menschen mit seiner Persönlichkeitsstruktur sitzen eigentlich in den Vorständen. Das wird kein Mann sein, wie gesagt, bei dem das Sprichwort gilt, aus dem Augen, aus dem Sinn, sondern dem wird man beim FC Bayern immer im Sinn haben. Das, was ich wirklich vermissen werde, wird sein, das Tagtägliche mit der Mannschaft, mit dem Betreuerteam. In so einer Kabine herrscht so ein bisschen eigene Sprache auch und alles. Und ich glaube, das werde ich auf jeden Fall vermissen. Soll dem Fußball in irgendeiner Art und Weise verbunden bleiben. Er soll jetzt Abstand gewinnen und mal ein Jahr Pause machen, sich erholen von dem Stress und sich um seine Familie kümmern. Aber dann wird er sehen, wenn er wieder einsteigt, dass das Schönste im Leben Fußball spielen ist. Und alles andere, was danach kommt, das ist nie ganz so schön. And finally, I'll wear a